Phoebe wird ein Blindenführhund. Hallo zurück bei Phoebes Podcast. Die letzte Folge ist schon wieder einige Wochen her. Ich wollte diese Folge jetzt auch dann aufnehmen, wenn wir wieder einen Meilenstein unseres Weges erreicht haben. Und das ist tatsächlich die Kastration. Phoebe wurde am Montag kastriert. Sie war jetzt einmal läufig im Mai. Und im Grunde wählt man dann immer einen Zeitraum 3 Monate später, also etwa 90 Tage später, weil das vom Zyklus dann her am besten funktioniert. Das Thema Kastration erhitzt ja viele Gemüter und viele sind dagegen. Es gibt auch einige, die sind für immer kastrieren. Ich versuche schon immer den Mittelweg zu finden. Tatsächlich ist es bei der Blindenführhundausbildung so, dass einem da gar keine Wahl gelassen wird, weil es in den Verträgen der Krankenkassen drin steht, dass nur kastrierte Hunde abgegeben werden dürfen. Das heißt, dieses Kapitel braucht man sich gar nicht zu überlegen, wenn man den Hund in dieser Hinsicht abgeben möchte, dann wird er kastriert. Phoebe hat das Ganze sehr gut überstanden. Sie hat einen schönen Body an, sie ist auch nicht übermäßig am Lecken, was sehr angenehm ist. Wir haben jetzt wirklich geschaut, dass diese Woche immer jemand bei ihr ist, damit wir ein Auge auf sie haben. Und sie ist schon wieder topfit. Also heute ist Freitag, am Montag wurde sie kastriert und ja, die wird am liebsten wieder losdüsen und rennen und ist, glaube ich, auch ein bisschen gelangweilt. Das versuchen wir hier mit kleinen Übungen abzufangen, aber so richtig mal rennen ist halt einfach gerade nicht drin. Ja, das dauert jetzt noch ein paar Tage und dann, ja, ist auf jeden Fall schön, wenn wir sie dann wieder ableinen, mit ihr üben und sie eben auch mal rennen lassen darf. In dieser Zeit wird nichts trainiert, auch auf gar keinen Fall im Führgeschirr, weil es natürlich da auch zu Schmerzempfindungen noch kommen kann und es gibt nichts Schlimmeres, als dem Hund das Führgeschirr in irgendeinem Schmerzkontext anzuziehen. Also da mache ich lieber gleich 2 Wochen Pause und dann kann man eben mit einfachen Sachen erstmal wieder beginnen. Wir haben gerade ein bisschen Prüfungsangst oder vielleicht ist das gerade mehr meine als die von der Phoebe. Wir haben Ende September einen Termin für eine Hundeführerscheinprüfung und ja, im Grunde, da gibt es ein Laufschema, da gibt es einen Sozialteil beim Supermarkt und eine Theorieprüfung für diejenigen, die jetzt keine Hundetrainer sind. Phoebe kann das Laufschema wunderbar laufen, auch den Sozialteil am Supermarkt, da sind wir neulich mal gewesen mit 3 Hunden, haben meinen Einkaufswagen vorbeigefahren, der so ein bisschen scheppert, wo leere Plastikflaschen drin waren, haben auch mal was fallen lassen, um zu sehen, ob sich irgendein Hund erschreckt oder eben einfach zu gucken, wie reagieren die denn da, können die da gelassen mit umgehen, das war überhaupt gar kein Problem. Ja, und dann waren wir auf dem Hundeplatzgelände. Da tut sich Phoebe tatsächlich noch schwer, wenn ein anderer Hund spielt oder rennt, dann selber ruhig zu liegen. Das ist was, wo wir jetzt wirklich noch dran arbeiten müssen, damit sie da wirklich entspannt bleiben kann. Ansonsten funktioniert das alles wunderbar. Im Laufschema kurz mal erwähnt, da geht es natürlich um bei Fuß gehen. Man hat verschiedene Schrittgeschwindigkeiten, schnell und langsam. Man läuft um eine Menschengruppe herum, begrüßt auch einen Menschen, läuft die Gruppe nochmal unangeleint, also ohne Leine. Dann kommt Sitz und Platz aus Bewegung. Das heißt, ich gehe mit meinem Hund bei Fuß, mache nach 10 Schritten Sitz, gehe 30 Schritte weg und auf Signal des Prüfers komme ich wieder zurück zu meinem Hund. Und das Gleiche mache ich nochmal mit Platz und rufe meinen Hund dann ab. Dann gibt es eine Übung, die heißt Vorausschicken zu einem Objekt. Also das heißt, ich sende meinen Hund auf 30 Schritte zu einem Target. Also das kann ein leerer Napf sein oder eben eine Targetplatte oder ja, eigentlich kann das alles Mögliche sein. Und wenn der Hund dort
hingerannt ist, sage ich Platz, er legt sich hin und dann hole ich ihn ab. Und dann haben wir noch den Rückruf unter Ablenkung, das heißt, der Trainer hält den Hund fest, ich gehe 30 Schritte weg, der Hund wird abgelenkt mit Spielzeug, vielleicht sogar mit Futter und während die Ablenkung noch stattfindet, rufe ich meinen Hund zu mir. Genau, so funktioniert das, dann ist das Laufschema rum, dann fahren wir zum Supermarkt, machen da nochmal einen Spaziergang am Supermarkt vorbei, da will die Prüferin sehen, dass der Hund nicht übermäßig ängstlich oder aggressiv reagiert, dass er damit eben gut klarkommt. Auch das Beschriebene mit dem Einkaufswagen kann da nochmal vorkommen. Und es gibt eben noch einen Theorieteil, der dann quasi schriftlich abgelegt wird. Das ist im Grunde was zum Ankreuzen und ich denke auch ganz gut machbar. Wie geht es jetzt weiter? Also die Hundeführerscheinprüfung brauche ich im Grunde gar nicht für die Blindenführhundausbildung. Ich fand aber, dass es eine schöne Vorbereitung ist und dass ich sowieso einiges davon auch sehr gut brauchen kann, logischerweise. Jetzt steht der Blinde im Grunde ja schon fest. Wir müssen noch Unterlagen prüfen. Das ist dann immer ein bisschen hin und her mit den Krankenkassen, dass man das erstmal sortiert hat. Und wenn die Genehmigung da ist, könnten wir Phoebe im Herbst einschulen. Das heißt, dann beginnt eben die Phase, wo wir dann das Gespann einarbeiten, also der Blinde mit der Phoebe zusammen. Die ziehen erstmal zusammen und arbeiten dann jeden Tag mit mir intensiv, dass die einfach die Phoebe ihre Fähigkeiten mit dem neuen Halter schafft und der neue Halter muss natürlich auch die ganzen Fähigkeiten erstmal erlangen, mit dem Hund zu gehen, sich auch darauf einzulassen, sich blind zu führen und entsprechend auch die Warnhinweise des Hundes richtig zu deuten. Das heißt, es ist ein Zeitraum, der streckt sich meistens über 3 Wochen, vielleicht sogar auch noch mal länger. Und in dieser Zeit, dieser intensiven Zeit, wächst das Gespann meistens sehr schnell und sehr gut zusammen. Also erfahrungsgemäß hat das immer sehr schnell funktioniert. Und da fällt mir auch wieder auf, dass es wirklich so ist, wenn ich mit dem Hund arbeite, kriege ich so viel schneller diese Bindung aufgebaut, weil man sich so auch kommunikativ ja die ganze Zeit verständigt beim Training. Und ich glaube, dass das ein großer Grund dafür ist, warum man sehr zügig mit dem Hund zusammenwachsen kann, wenn man mit dem viel arbeitet. Und das auch in jeglicher Hinsicht. Das ist ja dann egal, was ich mit dem mache, ob ich mit dem Mantrailing arbeite oder mit dem Turnier und Sport oder Obedience oder was es alles gibt. Immer wenn ich da als Team, weil Mensch, Hund sind ja immer ein Team und in dem Moment, wo ich mit meinem Hund zusammen was ein Ziel erarbeite, macht es einfach total viel Spaß. Man verbringt ja auch Zeit zusammen und das ist im Grunde wie mit Menschen auch. Wenn ich mit Menschen einen schönen Abend habe, mich viel mit denen beschäftige, man lacht zusammen, dann lernt man sich eben auch gut kennen. Und ich glaube, dass das so mit dem Hund auch ein Stück weit funktioniert und eben total schön ist, wenn man dann merkt, dass das Gespann richtig schön funktioniert und immer harmonischer miteinander unterwegs ist. Jetzt fahren wir nächste Woche erstmal für eine Woche in den Urlaub und da darf Phoebe natürlich mit, ganz klar, unsere Hunde kommen meistens mit, überall hin, wo wir sind und da darf Phoebe Urlaub auf dem Bauernhof mit uns machen und ich bin total gespannt, wie das funktionieren wird mit den Kühen und den Hasen und den Enten überall. Auf jeden Fall ein ganz toller Übungsschritt für sie, da sich auch nochmal zurückhalten zu lernen und ja, entspannt zu sein. Das sind Sachen, die man mit einem jungen Hund immer und immer wieder üben kann, weil das einfach so wertvoll ist, sich ruhig und entspannt auch in schwierigeren Situationen zu verhalten. Und dann hat sie natürlich auch die Möglichkeit, um den See mit uns zu wandern und da auch mal richtig Gas zu geben. Also ich denke, da ist für jeden was dabei. Ja, und dann berichte ich weiter, wenn wir wieder im Training sind, beziehungsweise wenn das mit dem Hundeführerschein abgeschlossen ist. Drückt uns bitte die Daumen, dass es klappt.
Ich bin jetzt schon nervös und bin irgendwo froh, wenn wir das bewältigt haben. Denn selbst wenn man ganz viele Prüfungen schon überstanden hat in seinem Leben, ist es doch irgendwie jedes Mal wieder gleich. Ich wünsche dir erstmal alles Gute mit deinem Hund. Mach's gut. Alle Infos über mich und meine Arbeit findest du wie gehabt auf www.kluge-hunde.de. Bei Fragen, insbesondere zur Verhaltensberatung, melde dich gern bei mir. Ich bin gern für dich da. Bis dann, alles Liebe, deine Eva.